Seit Jahren berichte ich über sein Solar-Elektroauto, habe ihn aber noch nie persönlich getroffen, sondern mache das jetzt zum ersten Mal hier ausgerechnet auf der IAA Nutzfahrzeuge. Laurin, was eine Überraschung. Peter, freut mich. Endlich kriegen wir es hin, ne? Warum sollte man denn eure Firma eigentlich mit Nutzfahrzeugen verbinden? Das ist ja vielleicht auch gar nicht jedem klar. Weil wir mittlerweile eine eigene Business Unit haben, die genau das tut, Solar auf Nutzfahrzeuge anzubringen. Und das nennen wir Sono Solar. Und das habt ihr alles von dem PKW-Projekt gelernt, vom Sion? Ja, wir sind gestartet mit dem Sion. Ja, damit kennt man uns auch, bringt man uns in Verbindung. Haben dann gemerkt, die Solartechnologie hat so viel mehr Potenzial. Haben es uns erweitert, eine zweite Säule aufgebaut, eigene Business Unit. Und seit 2021 haben wir die Business Unit Sono Solar. Ist ja auch deutlich mehr Fläche für Solar auf so einem Nutzfahrzeug, auf so einem Trailer, auf so einem Bus. Wie ist denn so sozusagen das Feedback des Marktes? Kommt das Thema an? Super, also trifft genau den Nerv, ne? Energiekrise, Klimakrise, genau das ist das Produkt, das die Leute gerade suchen und brauchen. Spart Diesel, spart CO2, vergrößert die Reichweite, genau die Themen, die die Industrie eigentlich gerade so ein bisschen umtreibt. Spart Diesel ist ja ein wichtiges Stichwort. Ihr habt das ja jetzt nicht exklusiv für Elektrofahrzeuge realisiert. Es geht jetzt nicht darum, die Batterien zu laden wie im Sion, sondern? Sondern wir haben auch ein Retrofit-Kit für Busse, Dieselbusse. Das spart etwa 1500 Liter Diesel pro Jahr und Bus, 4 Tonnen CO2 und die Payback-Time liegt so bei 3 bis 4 Jahren. Das heißt, ein super spannendes Produkt für Busbetreiber, ja, also die ÖPNV-Betriebe dieser Welt, die genau jetzt dringend nach Lösungen suchen, wie sie Energie einsparen und insgesamt nachhaltiger werden. In München fahrt ihr ja damit jetzt schon bei den Münchner Verkehrsbetrieben. Hinter dir läuft das Video, ich sehe es auch gerade. Das heißt, der Strom wird letzten Endes verwendet, um Nebenaggregate zu betreiben. Exakt, genau. Also wir haben ja die A-Track, die Kühleinheit. Man hat Displays, Licht, Türen. All diese Aggregate brauchen Strom und die werden normalerweise vom Diesel-Aggregat, also von der Antriebseinheit betrieben. Ja, dadurch, dass man eine Lichtmaschine hat. Und wir machen die Lichtmaschine obsolet oder lassen sie weniger aus und dadurch spare ich Diesel ein. Zweites Thema, was in der Stadt ja auch immer sehr laut ist, ist das Thema Kühlaggregate von all den Lieferverkehren, die da unterwegs sind. Gehört das in die Mottenkiste, weil das jetzt solarelektrisch geht? Das ist unsere Meinung, ja. Wir alle kennen diese Situation, da steht ein LKW, er steht eigentlich nur rum und trotzdem läuft der Motor. Man ist super laut, man denkt sich echt, boah, muss das Fenster zumachen oder was. Genau das wollen wir der Geschichte angehörig machen, und zwar, dass das nicht mehr gebraucht wird, weil wir einfach mit dem Solar und einer elektrischen Kühleinheit keinen Diesel mehr verbrauchen. Und was heißt das für euch? Also seid ihr jetzt auch die Produzenten des ganzen Systems? Seid ihr jetzt also so eine Art Zulieferer der Nutzfahrzeugindustrie? Ja, mit Sono Solar sind wir eigentlich ein Tier 1 Zulieferer geworden. Wir haben uns klar aber auch darauf verständigt, dass wir Integrator sind. Ja? Wir sind so ein Systemintegrator. Wenn du Solar auf deinem Fahrzeug haben willst, integrieren wir das dir in ein Komplettpaket. Das eine sind ja die Solarzellen, die man sieht. Aber es geht ja um die elektrische Verschaltung, die elektrische Integration, die Kommunikation mit dem Gesamtsystem, ne? Kernkommunikation. Riesenthema, all das haben wir über den Sion gelernt und bringen hier eben in die Business Unit ein. Okay, mit eigenen Komponenten, die dann auch produziert werden oder im Auftrag? Richtig, also wir haben unsere eigenen Komponenten entwickelt. Das ist einmal hier die MCU, können wir uns auch nochmal gleich anschauen. Das ist eigentlich das Herzstück von Solar. Da laufen eigentlich alle Ströme zusammen und werden dann entweder hoch oder runter geregelt, dann 400 Volt oder 48 Volt oder 24 Volt in die Batterie. Ja. Ist diese Solarintegration, frage ich mich bei euch schon länger, nicht der eigentliche spannende Case? Ist das nicht die eigentliche Zukunft von Sono Motors? Es ist beides. Es ist der Sion und es ist die Solarintegration. Wir sind durch den Sion überhaupt erst auf die Solarintegration gekommen, haben hier ein Know-how aufgebaut, ein großes Team aufgebaut und jetzt eben diese zweite Business Unit. Aber trotzdem, Sono ist auch der Sion und der wird auch immer bleiben. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt davon verabschieden, leise und heimlich.
Er wird ja produziert dann hoffentlich auch bald, insofern wäre es jetzt ein blödes Teil. Nee, ganz klar. Wir sehen auch das Potenzial. Wir haben so viele Vorbestellungen beim Sion. Der Markt wartet drauf. Wir müssen nur mal zu Paddel kommen und das Fahrzeug auf die Straße bringen. Das wäre ein gutes Schlusswort, aber wir sind ja hier auf einer Nutzfahrzeugmesse und auf der ist der Trend zur Elektromobilität unverkennbar. Was überall fehlt, ist tatsächlich die Solaranlage obendrauf. Also ist es auch eine Option, dort Reichweitenzuwachs für den elektrischen Antrieb zu generieren oder bringt es dann doch zu wenig? Doch, machen wir auch. Wir bieten für die Kunden alles an. Entweder direkt in die Hochvolt, um die Reichweite zu verlängern, oder um den Dieselaggregat einzuspannen, sogar auf einem Wasserstofffahrzeug haben wir heute hier präsentiert, haben wir Solarintegration. Also wir sind relativ unabhängig von der Anwendung, macht Solar Sinn, weil es einfach immer dezentral Energie erzeugt und somit die Antriebssysteme entlastet. Ja. Noch effizienter wäre natürlich, die Autobahn zu überspannen mit Solaranlagen, oder? Aber nee, dann kommt ja auf dem Auflieger nichts mehr an. Richtig. Erstens das und es ist halt immer das Gleiche. Auch beim Sion ist ja auch die Frage, macht es nicht mehr Sinn, Solar auf die Hausdachanlage zu bringen? Ja, wenn du ein Hausdach hast. Ne? Also für alle, die im dritten Stock leben und nicht Zugang zur eigenen Garage, zur eigenen Hausdachanlage haben, da macht Solar definitiv Sinn. Und genauso ist es hier im Kühlbereich oder im Trailerbereich. Ich verbrauche vor Ort beim Fahren Energie. Und ich müsste die mitschleppen, entweder in Form einer Batterie, entweder in Form einer Wasserstoff oder in Form von Diesel noch. Und wir können halt einfach davon weniger verbrauchen. Also Solaranlagen auf Nutzfahrzeugen, wer auch immer das braucht bei Sono Motors, wird er fündig. Vielen Dank fürs Gespräch, Laurin. Vielen Dank. Endlich mal haben wir es geschafft.